Prime Core, fully seated. Activity levels at 35.72, 36.18, 37.95. No sign of chimeric transformation. Understood. The particle gun is online and ready to fire. Whenever you're ready. Let's begin. Engage the restraints. Well then, have the next candidates been chosen? Yes, they have. But they're not from our usual channels. They're two new officers who just joined Criminal Affairs. Hmm. They're Captain Max's children. The twin orphans he took in. I've seen their test results, and frankly, Doctor, none of our other candidates come close. I've already taken the liberty of filing for their transfer to Neuron. Hmm. I understand. Ja, hallo liebe Zockerfreunde, und da sind wir quasi auch schon mittendrin im Geschehen von Astral Chain, dem neuesten Game von Platinum Games, die auch ihrerseits für Spiele wie Bayonetta und, wie hieß dieses Rollenspiel nochmal, Nier Automata zuständig waren. Also die Erwartungshaltung ist los und da wir, groß, und da wir jetzt eh ja schon hier quasi mitten reingeschmissen wurden, machen wir auch einfach mal weiter. Will ich männlich oder weiblich spielen? Ne, ich glaube so...
Gendertausch stehe ich nicht so unbedingt drauf. Deswegen spielen wir den männlichen Kadetten und was haben wir denn? Kazuma, Ryo, Yamato? Nein, so will ich nicht heißen. Ich will heißen natürlich. Oh. So geht's zurück. Drexel. So, Frisuren, Haarfarbe, Frisur A ist aktiv. Nee, wir lassen Frisur und Haarfarbe, wie sie erstmal ist, und bestätigen das Ganze. Where are the two new candidates now? Doctor, we've just received reports from the police of a confirmed gate opening in Central City. All available officers have been sent to investigate. I assume the twins are no different. That will do. Let's consider this their field test. But sir, we haven't even briefed them on the project. Never mind that. If they were to fail now, we couldn't use them anyway. Okay. Humankind no longer has any more time to waste on useless formalities. Der Prozess, etwas in Bewegung zu setzen, konnte ich nicht lesen. Beginnen. Okay, wir werden hier mitten ins kalte Wasser geschmissen. Roter Fall, wilde Fahrt, fahre durch den Tunnel. Bewegen mit Taste L. Wir werden mitten ins kalte Wasser geschmissen, sowohl im Spiel als auch ich. ZR halten, Dauerfeuer, B ausweichen. Okay. Wow. Wow. Calling all officers en route to Grand Avenue. Watch out for abandoned vehicles on the highway. Ja, mache ich. Ach so, ausweichen, nicht vergessen, genau. Okay. Boah, 3. Kann ich hier eigentlich sterben? Ich weiß es überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich habe noch keine Lebensleiste oder so hier gefunden. Genau, also wie gesagt, wir werden ins kalte Wasser geschmissen. Ich habe keine Ahnung, worum es in dem Spiel geht. Es ist natürlich blind. Heute ist Release Day. Wobbla! Und ich habe mich auch versucht, möglichst wenig zu spoilern. Ich habe eigentlich kaum Trailer geguckt. Ich weiß nicht, worum es in diesem Spiel geht. Ich habe gerade gesehen, aus irgendwelchen... Ja, ich komme. Aus komischen kleinen viereckigen Boxen werden irgendwelche komischen Gestalten irgendwie geklont, keine Ahnung was. Wie sie jetzt mit uns verbunden werden, etc., werden wir uns jetzt mal zusammen angucken müssen. Ja, und hier geht auf jeden Fall schon die Luzi los. Nichts anderes sind wir von Platinum Games gewöhnt, die einfach für eine überragende Over-the-Top-Action stehen. Super cooles Action-Kampfsystem. Dafür sind sie bekannt. Mal stylisch wie in Bayonetta, mal einfach Mittel zum Zweck wie in Nier Automata. Und das hier geht auf jeden Fall schon gut los. ZR Schusswaffe. Direkt volle Action hier im Autobahntunnel, aber das kennen wir auch schon zum Beispiel aus Bayonetta 2, wo wir einfach nach dem Intro direkt mal auf einen Düsenjet kämpfen. Warum kann ich hier kein Dauerfeuer machen mit meiner Schusswaffe? Hier muss ich die ganze Zeit Dauer drücken. Die Psi-Line. Aha, aha, aha. Wilde Fahrt. Okay. 10.000 Punkte bekommen hier für den ersten Abschnitt. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Ich hab's einfach mal geschlossen. Wow. Oh oh, muss ich diesen Teilen aus... Muss ich hier irgendwas ausweichen? Nee, offensichtlich nicht. Mein Gott. Wie es hier einfach mal direkt instant abgeht, ohne irgendeine Chance mal in Ruhe in das Spiel reinzukommen. Genau, gib ihm. Okay, haben wir das überlebt? Sieht so aus. Ja gut, dann machen wir uns jetzt wohl, würde ich sagen, zu Fuß weiter auf dem Weg, oder? Das Motorrad scheint ja irgendwie weg zu sein.
Automatische Speicherfunktion. Dein Spielfortschritt wird in bestimmten Momenten automatisch festgehalten. Schalte die Konsole nicht aus, solange das Speichern-Symbol angezeigt wird. So weit, so bekannt, würde ich sagen. Bewegung. Sprint. R ist Kamerasteuerung. Oh, da sehe ich schon die Kamerasteuerung. Die muss ich direkt mal ändern. Mit der komme ich gerade gar nicht klar. Kamera. Kamera. Y-Achse muss invertiert werden. Nee. So. Genau, so komme ich schon viel besser klar. Hinter uns ist erstmal nicht so weit. Okay. Dann schauen wir mal, was sich hier hinter den LKWs als nächstes verbirgt. Verletzte. Highway-Rettung hilft den Verletzten. Okay, jetzt geht's doch ein bisschen gemächlicher zur Sache. Das ist gut. Was muss ich machen? A drücken. Okay. Oh, er kann sich nicht bewegen und wir retten ihn natürlich heldenhaft. Okay, wir müssen anscheinend die Verletzten zum Heli bringen. Das geht natürlich nicht so schnell wie gerade auf dem Moped mit dem Verletzten hier im Arm. Ich konnte nichts tun, sagt der verletzte Officer. Der Soundtrack, kann ich schon mal direkt sagen, finde ich jetzt schon bombastisch. Highway-Rettung, Erfolg. Kein Thema. Okay, ja, der Verletzte, den wir gerade gerettet haben, der braucht jetzt anscheinend keine Hilfe mehr. Triff dich mit Akira, okay? Was, Oh Gott, was ist passiert? Hey, you're headed that way, right? See if that chopper's okay. Der Chopper ist gerade in einer riesigen Wolke explodiert, in einer riesigen Feuerwolke. Was soll ich denn da noch gucken, was da noch okay ist? Wow! Besiege. Okay, ich habe hier anscheinend eine Schwertwaffe. Okay, und wie gehabt? Ja, ja, ich bin ja auf dem Weg. Wie gehabt? Ja. ZR drücken zum Angreifen und B zum Ausweichen. Oh, hier geht die Luzi ab. Zielerfassung. Ach so, jetzt kann ich einen Gegner vom Ziel erfassen und dann mich nur auf den konzentrieren. Oder was sollte mir das sagen? Und er wählt immer automatisch einen neuen für mich aus. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das so geil finde, ehrlich gesagt. Zielerfassung und so mag ich eigentlich gar nicht so. Ich habe lieber manuelle Kontrolle über meine Kamera, etc. Kaputter Ohrring. Ja, ach so, da lebt noch einer. Packen wir mal ein, den kaputten Ohrring. Ich habe den erhalten. Rauf oder runter Kampfmodi. Was will er mir denn damit sagen? Ach so, ich kann auch auf eine Pistole umschalten. Ich verstehe. Das ist dann wahrscheinlich besser für die Gegner geeignet, die doch irgendwie in der Luft hängen. Und da, gut, da könnte die Anvisierung tatsächlich ein bisschen Sinn machen. Okay, 15.000 Punkte. 15.000 Punkte klingt gut, oder? Ist das die Maximalpunktzahl, die man für so einen Abschnitt erreichen kann? Also es geht ja auch darum, naja, gleich. Hey, are you hurt? Here, take this. It'll heal you right up. Okay, Medizin Mini gefunden. Do you read me? Come on, where are you? Ja, ich bin auf dem Weg, ne? They went to check out the crash site. Eyes open out there. Normal befristet. Heilungs- und Kampf-Items fallen in zwei Kategorien. Normale werden erst bei Nutzung verbraucht, befristete verfallen zusätzlich am Kapitelende. Okay, normal ist links und befristet. Ist wahrscheinlich das mit dem Speichersymbol da dran oder was?
Items, die du erwirbst oder als Belohnungen erhältst, bleiben auch nach Kapitelende bestehen. Du kannst nur begrenzt viele davon tragen. Gefundene Items, etwa aus Kisten, sind befristete Einsatzmittel gekennzeichnet mit einem Stern. Ach, das soll ein Stern sein. Sie verfallen am Ende des Kapitels. Okay. Besitzt du normale, unbefristete Exemplare eines Items, werden bei Schnelleinsatz zuerst die befristeten Exemplare verbraucht. Okay, das macht Sinn. Heilungs- und Kampf-Items ver... Ja, das kenne ich doch jetzt schon, oder? Ja. Okay, schließen. Okay, Aberrations verschonen niemanden. Ich sollte mich besser heilen, wenn ich kann. Ich habe noch gar nicht rausgefunden, wie ich mich heile. Ja. Macht was mal, kümmert euch um eure Leute. Ich laufe einfach mal weiter. Ah, okay, da sehe ich schon. Medizin Mini. Ah, X drücken. Mit X heile ich mich anscheinend. Okay, okay. Ich habe eine dorthin laufen sehen, wo der Heli runtergekommen ist. Ja gut, da bin ich ja quasi auf dem Weg hin. Kann ich eigentlich... Nee. So. Ah, cool, cool. Hier ist mal eine Kiste. Wie mache ich die auf? Nehmen. Okay, alles, womit ich interagieren kann, leuchtet anscheinend mit A auf. Auftrag erfüllt, Versorgungssammler abgeschlossen. X-Item-Einsatz, X halten und L ist Auswahl. Okay, ah. Medizin Mini. Medizin. Medizin. Ach so, okay, das sind jeweils das haltbare und das nicht haltbare Pendant. Ich lasse es erstmal auf Mini. Und wenn ich das jetzt benutze, sollte ja eigentlich erst das nicht haltbare Pendant benutzt werden, oder? Mir geht's gut. Kümmere dich um den Heli, nicht um mich. Okay. Genau, was ich vorhin noch sagen wollte, man kriegt immer natürlich nach jedem Abschnitt eine Style-Punktzahl. Da habe ich jetzt gerade, glaube ich, würde ich vermuten, weil sie so glatt war, die volle Punktzahl erhalten. Das wird aber nicht der Standard sein. Das kriege ich in der Regel nicht hin. Mal gucken, wie gut es in diesem Spiel laufen wird. Hey, how you doing? Just stay with me. My leg. It's my damn leg. I can't move like this. Okay, da kommen schon wieder Gegner anscheinend. Oh. Okay, das sind irgendwie andere, die weichen aus und sind auch irgendwie so komisch unsichtbar. Aua. Wo ist denn überhaupt mein Leben? Da links oben oder was? Okay, wir sollen einfach verschwinden. Ja, irgendwie ist das auch komisch. Ich kann die nicht so gut bekämpfen hier. Und das ist eine gute Frage, das habe ich mich auch schon gefragt. Dass man übrigens die Waffen manuell umschalten muss zwischen Nahkampf und Fernkampf? War das bei Bayonetta und so auch schon so gewesen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Ich meine aber eigentlich nicht, oder? Okay. Ey, was geht hier ab? Ich check nix, aber das ist auch relativ normal bei Platinum-Spielen. Also bei Platinum-Games-Spielen. Okay, dieses Kettenviech kann die Unsichtbaren jetzt doch fertig machen und wir kriegen das gerade übergeben oder was läuft hier? Naja, wohl noch nicht. Just in time, huh?
Dad? Dad? Better put the reunion on hold. Max, you must let them use the Legatus. Wait a minute, Commander! What the hell are you saying? You cannot expect them to fight Chimeras on their own. This is an order, Captain. Don't worry about calibration. I've already loaded their personnel data into those devices. If you say so. Okay, jetzt kriegen wir doch unser Hündchen. Widerwillig, aber wir bekommen es. Oder was bekommen wir da? What is this thing? That thing will let you use a legion of your own. Really hoped you two wouldn't get caught up in all this. Damn it, Commander. Damn it, Commander. Now don't go dying on me. Hä? Okay, es geht direkt weiter. Jetzt kriegen wir direkt beigebracht, wie wir dieses Ding einsetzen, vermute ich mal. Man kann sich auf jeden Fall nicht darüber beschweren, dass der Auftakt von Platinum Games Spielen irgendwie langweilig wäre. Okay. Okay, wir haben unser eigenes Legionskettenhündchen. Nice. Ja, zum Gegenangriff besiege Chimären. Okay, mein Ding kämpft jetzt einfach mit mir erstmal, ja? Teils Waffe, teils Partner. Okay. That ugly son of a bitch is what we call a Chimera. The Ark is not so public enemy number one. Chimera? The Ark's enemy? The device we gave you is a Legatus. Experimental counter-chimeric weaponry. It's what connects us to the Legion. That connection is why you can see the Chimeras now. On top of that, it's got memo-taking apps, navigational aids, you name it. Boah. Irgendwie ist es gerade alles noch ein bisschen viel Information hier. Okay. Okay, mit R hole ich die Legion ganz zurück. Und mit ZL hole ich sie dann wieder. Und mit ZL schicke ich sie dann auch irgendwo drauf, ja? Okay, Legions können auch übellaunig werden. Und unser Vater kann Liedchen davon singen. Okay, oder ob sie übellaunig, cranky oder murderous wird? Das ist dieser Kreis da, in, oder was sagt mir der? Ah ne, der Kreis. Doch, jetzt ist er wieder da. Oh nee, falscher Knopf gedrückt. Genau, geh mal auf den da drauf. Ich schieß auch noch ein bisschen mit. Ja, ich bin mal gespannt, was passiert, wenn so ein Legion zum ersten Mal mörderisch wird. Vielleicht finden wir es jetzt noch heraus. Das ist also typisch Platinum Games. Man wird direkt in die Action geschmissen im Tutorial und ach, es kommt auch noch direkt ein Boss oder was.
Man wird im Tutorial noch in die Action geschmissen. Das heißt, man muss sich die ganze Zeit auf das Tutorial konzentrieren, während man noch die volle Action vor der Nase hat. Wie soll das gehen? Kann ich mich jetzt mal irgendwie heilen? Danke. Ah, okay, dann leuchte ich auch grün auf. Okay, vielleicht sollte ich doch, wenn er gerade Sterne hat, mit meiner Nahkampfwaffe rangehen. Die macht doch bedeutend mehr Schaden. Aua, aua, aua. Wo ist er hin? Er schmeißt einen LKW auf uns. Was geht hier ab? Verdammt nochmal. Ich glaube, ich will da nicht runterfallen, oder? Ich bräuchte doch mal irgendwie einen Moment zum Durchschnaufen, um mir mal irgendwie zu checken, was hier passiert ist. Oh, shit. Jetzt kommt hier ein brennender LKW auf uns zu. Nice. Okay, aber unsere Legion wird das irgendwie regeln, ja? Ja, es macht irgendwie so den Eindruck und wir schneiden den LKW durch, ja? Na, doch nicht. Aber diese Action, ey, das hat Platinum Games einfach sowas von drauf. Oh oh, geht weiter. Ah ne, er wird dafür quasi gevierteilt, nicht der LKW. Ist auch in Ordnung. What in the hell was that? Das frage ich mich auch. Oh, was geht ab? Ich tippe mal, hier werde ich nicht ganz so viele Punkte gekriegt haben. Naja, immerhin noch 11.000. Aber jetzt habe ich doch das dauerhafte Ding eingesetzt. Oder ist das mit dem Sternchen das, was gespeichert wird? Egal. Muss ich gleich mal gucken am Anfang der Mission, wovon ich noch mehr habe. Are you sure you've never used a Legion before? You're already way better at it than Max. I'm standing right here, Alicia. But I gotta admit, that was something. Damn thing moved like it was a part of your body. Okay. No. Copy that. Understood. Well, that seems to be all of them. We'd better get back to HQ. All right, you two are coming with us. We'll try to explain all this later. Ist schon okay. Wollen wir auch gar nicht wissen, glaube ich. Oh mein Gott, diese Musik. I'll be your savior.
Okay, das ist doch schon mal eine gute Stelle für den ersten Cut. Ja, die Luzi ging hier direkt ab von Anfang an. Das macht auf jeden Fall Lust auf mehr und das schauen wir uns dann zusammen beim nächsten Mal weiter an. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.